Hallo, ich grüße dich ganz herzlich, wünsche dir einen wunderschönen Mittag. Mal schauen, wer hier heute Mittag live dabei sein kann, wer mich hier live entdeckt heute und wer im Nachhinein hier ja, den Beitrag anschaut. Kennst du das Gefühl, dass dich irgendetwas ja, künstlich klein hält, dass du so ein bisschen das Gefühl hast, du bist wie in so einem Niemandsland unterwegs oder dass so keine Vorwärtsbewegung da ist, dass du dich wie in so einer Sackgasse fühlst und irgendwie geht nichts. Und vom Energielevel so von 0 bis 10 ist der Level eher so bei 2, 3 oder 4 maximal und du hast das Gefühl, boah, es ist alles irgendwie so schwer und irgendwie geht nichts und. Kennst du das? Schreib mal gerne ein Ja ins Kommentarfeld rein. Denn das kennen ganz, ganz viele, das höre ich immer wieder und das war bei mir ja auch mal so. Und weißt du, es geht ganz einfach, sich da rauszuholen. Wenn du keine Energie hast, wenn dir Energie fehlt, dann kannst du selbst dafür sorgen, dir Energie zu schenken, dich aus diesem Niemandsland rauszuholen, dich aus der Sackgasse rauszuholen. So nach dem Motto, Navigationssystem, bitte wenden, wie im Auto, hier geht's nicht weiter. So kannst du dir das im übertragenen Sinne auch vorstellen. Es mangelt uns da meist so an Selbstliebe und auch an der Anerkennung von uns selbst. Und da haben wir einfach als erwachsene Menschen verlernt, mal so richtig uns selbst, unser Leben abzufeiern. Schau mal, was kleine Kinder machen. Entschuldigung. Was machen kleine Kinder? Die können es morgens nicht erwarten, aus dem Bett zu hüpfen und den neuen Tag zu begrüßen mit großen, strahlenden Augen. Was gibt's heute hier für Geschenke? Was kann ich heute alles entdecken? Und wenn sie dann irgendwas gut gemacht haben und sei es die Bauklötze aufeinander gestapelt, zum höchsten, zum gefühlt höchsten Turm der Welt, in ihrer Welt, in der Welt des Kindes. Was machen die Kinder dann? Arme hoch und feiern und jubeln. Oder wenn irgendetwas gut gelungen ist, das Kind, das feiert und jubelt sich, es ist stolz auf sich und es möchte geliebt und gelobt werden. Und wenn wir dann als Kinder, mal so im Alter von 10, 11 Jahren, immer noch uns diese kindliche Selbstanerkennung, uns diese kindliche Selbstliebe beibehalten haben und machen etwas gut und feiern und jubeln und Arme hoch und yay, was habe ich toll gemacht. Was geschieht dann mit uns? Dann kommt das Umfeld und sagt, hey, benimm dich doch mal nicht so kindisch. Wie alt bist du denn? Benimm dich doch mal deinem Alter gerecht jetzt. Zügel dich doch mal, ja? Und spätestens da haben wir aufgehört, uns selbst zu feiern, uns selbst für so viele Dinge anzuerkennen. Egal, was uns gerade beschäftigt im Leben, und das können auch kleine Dinge sein. Wir sehen das gar nicht. Wir erkennen uns selbst gar nicht an für unser Dasein. Für die Kleinigkeiten, die wir heute gut gemacht haben, für die Kleinigkeiten, die wir gestern gut gemacht haben, für unser Potenzial, unsere Gaben, das uns einzigartig macht, das dich einzigartig macht. Da sind wir so sehr von dem Gedanken weggekommen, uns selbst da mal zu feiern, unser Leben zu feiern, im Hinblick auf die Liebe zu sich selbst anzuerkennen für das, was wir einfach, ja, geleistet haben, was wir schon gut gemacht haben und seien es kleine Dinge für heute. Und so gesehen hat Selbstliebe und Selbstanerkennung ganz, ganz viel damit zu tun, dass du mal wieder beginnst, dich selbst zu feiern. Richte mal die Aufmerksamkeit auf deine Schokoladenseiten. Richte mal die Aufmerksamkeit auf die Dinge, die du heute schon wunderbar gemacht hast. Ich bin überzeugt, wenn du jetzt zurückblickst auf den Tag, da gibt es drei, vier Dinge, die dir heute richtig gut gelungen sind. Feier dich mal dafür. Lob dich mal dafür. Reiß auch gerne mal die Arme hoch, so wie du das als Kind gemacht hast. Und feier dich jetzt wirklich mal dafür, denn was bringt dir das letzten Endes? Das schenkt dir Energie. Allem, was du Aufmerksamkeit schenkst, bekommt Energie und wächst.
Und wenn du energielos bist, müde und depressiv und deprimiert und oh, so nichts Lust hast und das Gefühl hast, es geht gar nichts weiter, da ist nur so ein Knoten, der gelöst werden will. Und du bist nur in eine Richtung unterwegs von deiner Denke, vom Kopf her, auf die Dinge, die nicht funktionieren. Deshalb, hier, kleine Metapher, die habe ich gerade hier liegen. Zieh mal die rosarote Brille an. Und schau mal in dein Leben mit der rosaroten Brille, was da alles wunderbar ist. Und schenk diesen Dingen Energie. Dann kannst du wachsen, dann kannst du größer werden. Dann fällt es dir auch viel, viel leichter, deine Einzigartigkeit zu entdecken und deinen Seelenplan zu entdecken. Du schenkst dir Energie dabei. Also, feier mal die Dinge, die dir heute schon richtig gut gelungen sind. Und schreib es auch gerne hier ins Kommentarfeld rein zur Ermutigung. Untereinander, damit gibst du es nochmal ins Feld und gibst dann noch mehr Energie in der Richtung ins Feld. Ja, macht das Sinn? Fühl mal allein schon in meine Energie, wenn ich dich da so ein bisschen mit reinnehme. Wie fühlst du dich jetzt allein schon? Geht es schon ein Quäntchen besser oder bist du immer noch ganz im Tief? Und wenn es auch Überwindung kostet und dein Kopf sagt, hey, was redet denn die? Ich soll mich da hinstellen und mein Leben feiern und mich feiern. Und vielleicht ganz wild rumtanzen und die Arme hochreißen. Mach's einfach mal. Es tut so gut, du wirst merken, dass du dich quasi auf Fingerschnipp in eine ganz, ganz tolle andere Energie versetzen kannst. Denn du selbst kreierst dir doch deine Energie im Außen, dein Leben. Und so fällt es dir noch viel, viel leichter, dann deinem wahren Potenzial näher zu kommen, deine Einzigartigkeit zu entdecken. Und deinen Seelenplan zu entdecken und diesen eben auch zu leben. Okay? Also, mal viel öfter hier rosarote Brille an und durch die Brille hier in die Welt schauen und dir die Welt so machen, wie sie dir gefällt und dich selbst für das anerkennen, worin du richtig gut heute warst und bist. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind, die Kleinigkeiten ergeben auch das Puzzle. Okay? Ganz liebe Umarmung. Bis dahin. Tschüss.